Was wünschen Sie sich im Bereich der Behindertenpolitik von der nächsten Bundesregierung? Dass wir noch konsequenter Barrieren abbauen. Ich finde, das ist schon ganz gut gelungen im öffentlichen Bereich, also wenn man ins Rathaus geht, beispielsweise Gebärdensprache braucht oder einen Bescheid in Braille will. Aber gerade im Bereich der privaten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, da müssen wir wirklich besser werden. Und das beginnt jetzt so langsam durch die Umsetzung einer EU-Richtlinie, eben der European Accessibility Act. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir die Angst verlieren auf politischer Ebene, dass wir so tun, als wäre es der Untergang des Abendlandes, wenn man jetzt tatsächlich Unternehmen und Dienstleister zur Barrierefreiheit verpflichtet. Das wird nicht passieren, der Untergang des Abendlandes, sondern es wird unser Land stärker machen. Es wird uns wirklich das Land besser und innovativer und zukunftssicherer machen, denn Menschen mit Behinderung leben selbstverständlich auch im privaten Bereich. Die wollen ins Kino, die wollen ins Restaurant, die wollen im Internet surfen und zwar ohne Behinderungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die nächste Legislatur. Also es muss wahnsinnig viel angepackt werden. So ist immer noch das Thema Barrierefreiheit ein ganz, ganz großes. Wir haben immer noch nicht die Verpflichtung zur Barrierefreiheit privater Anbieter oder zur zumindest Schaffung angemessener Vorkehrungen im Bereich Barrierefreiheit. Das ist und bleibt ein wichtiges Thema. Und was für mich auch ein wichtiges Thema bleibt, natürlich, dass die Barrierefreiheit und Teilhabe ein Thema werden muss, immer stärker, dass eben nicht nur im Ministerium für Arbeit und Soziales behandelt wird, sondern dass ein Querschnittsthema für alle Ministerien des Bundes ist und natürlich genauso auf Länderebene. Also da wünsche ich mir deutliche Fortschritte. Eine andere ganz wichtige Sache, am 3. Dezember wurde vorgestellt von Hubertus Heil und sozusagen angekündigt, dass es eine vierte Staffel der Ausgleichsabgabe geben wird, also dass die Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen, eine doppelt so hohe Ausgleichsabgabe zu bezahlen haben. Das kam jetzt leider nicht, das wurde vom Koalitionspartner verhindert, finde ich überhaupt nicht gut, weil wir immer noch fast 44.000 Unternehmen in Deutschland haben, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und ich bin der Überzeugung, dass da auch die neu eingerichteten Kontaktstellen für Arbeitgeber nichts ändern werden an der Sache. Also das sind mal zwei große Dinge, die in der nächsten Legislatur angepackt werden. Eine andere Großbaustelle wird aber natürlich auch die Unterstützung von Pflegebedürftigen zu Hause sein. In den letzten Monaten hat man ganz klar gesehen und in den letzten Jahren, dass die Pflege zu Hause wirklich das Megathema ist. Über 70% der Menschen werden nicht in Einrichtungen, sondern zu Hause unterstützt. Und da gibt es deutlich zu wenige Leistungen wie eben flexible, ambulante Angebote, die eben auch die Angehörigen entlasten. Es gibt zu wenige, es fehlt noch die Bündelung der Leistungen, damit eben die Pflegebedürftigen genau das bekommen können, was sie in dem Moment brauchen. Also da muss die nächste Bundesregierung ran. Und wenn wir natürlich jetzt sehen, dass das Bundesarbeitsgericht auch über die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von ausländischen Pflege- und Haushaltskräften entschieden hat, wird auch das ein großes Thema für die nächste Wahlperiode sein. Für die Menschen mit Behinderungen ist natürlich klar immer das Thema Selbstbestimmung und Teilhabe ein großes, und so bleibt natürlich auch das Bundesteilhabegesetz und die Frage, wie wird der Bedarf ermittelt, wie werden den Leistungsberechtigten die Leistung dann eben auch zugänglich gemacht, wird eins bleiben, das uns nicht nur in der letzten und diesen Legislaturperiode beschäftigt hat, das wird auch in der nächsten ein wichtiges Thema bleiben. Die kommende Regierung müsste die Nachteile, die bestehen, die seit langem bestehen oder die durch Corona noch verschärft worden sind, beseitigen. Sie müsste beispielsweise bei der Pflege eine echte Reform durchführen. Sie müsste dafür sorgen, dass spürbare Entlastungen und spürbare Verbesserungen für die Menschen mit häuslicher Pflege beschlossen werden. Sie müsste dafür sorgen, dass es Entlastungsangebote gibt, zusätzlich zukünftig, damit nicht die Situation wieder passiert, wie wir sie zurzeit hatten. Und im Arbeitsmarkt müsste die Ausgleichsabgabe endlich spürbar angehoben werden, damit die Betriebe, die niemanden beschäftigen mit Behinderungen, obwohl es die gesetzlichen Bestimmungen gibt, damit die dann endlich dazu kommen, nicht nur aus der Portokasse diese Ausgleichsabgabe zu bezahlen, sondern es spüren, wenn sie diese Ausgleichsabgabe bezahlen müssen. Es müssen gezielte Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote über das bisher übliche Maß hinaus für schwerbehinderte Menschen geschaffen werden, damit diese Menschen, die häufig
hochqualifiziert sind, die häufig besser qualifiziert sind im Vergleich zu den nicht behinderten Arbeitslosen, dass die dann auch eine Chance bekommen auf dem Arbeitsmarkt. Und man müsste ein Beschäftigungsprogramm auflegen nach Corona, damit man die Versäumnisse der vergangenen 24 Monate, wir sind aber noch nicht durch mit Corona, die Versäumnisse der letzten Monate wieder wettgemacht werden, damit die Menschen mit einer Benachteiligung, mit einer Behinderung auf dem Arbeitsmarkt auch eine reelle Chance behalten.